Hallo, mein Name ist Manfred Brasch, ich bin Landesgeschäftsführer des BUND in Hamburg und möchte mit euch auf die aktuellen umweltpolitischen Ereignisse schauen. Diesmal aus dem Homeoffice, denn auch Corona beeinflusst natürlich unsere Arbeitsweise. Diese Woche gab es gute Nachrichten für den Klimaschutz. Die Umweltbehörde und Umweltsenator Kerstan haben angekündigt, dass ab sofort 20% weniger Kohle im alten Kohlekraftwerk Wedel verbrannt wird, damit ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann. Das ist deswegen möglich geworden, weil bereits 2013 die Hamburger mehrheitlich die Energienetze in die öffentliche Hand zurückgeholt haben. Ein Energiekonzern wie Vattenfall, der in der Regel Gewinnmaximierung ganz vorne anstehen lässt, hätte diesen Schritt nicht gemacht. Trotzdem ist es für Hamburg Wärme, den nunmehr stadteigenen Betrieb, ökonomisch darstellbar. Die Fernwärmepreise sollen nicht steigen. Mit diesem Schritt zeigt Hamburg einmal mehr, dass es mit öffentlichen Unternehmen etwas zum Klimaschutz beitragen kann. Und wir hoffen natürlich, dass die Situation in Wedel noch weiter verbessert wird, denn nach wie vor klagen Anwohner zu Recht dort über einen Partikelausstoß. Saure Partikel werden ausgestoßen und verursachen mittlerweile dort Sachschäden in erheblichem Umfang. Das wäre also der nächste Schritt. Hier muss Hamburg Wärme weiter tätig werden. Und mit diesen Nachrichten entlasse ich euch ins Wochenende. Hoffe, euch geht's gut und wir sehen uns bald wieder. Ciao.